So, einmal hier entlang. Komische Lara-Schatten kloppen auf dem Boden auf manchmal. Hier könnte jetzt wieder... Oh, es sind sogar zwei geworden. Komm her, komm her, komm her. Verdammt. Das habe ich gehastet. Lad nach, lad nach. Easy. Jetzt habe ich nur leider nicht mehr so viel Leben. Das heißt, ich muss mich demnächst mal wieder umbringen. Angstschlüssel. Zwei Stück haben wir. Beide setzen wir hier ein. Wir haben hier einen Kontrollpunkt. Ich weiß genau, was das heißt. Warte, ich muss gar nicht die Leiter da vorne hochklettern. Das hier sollte doch schon lang, oder? Nein! Okay. Dann einmal Hep. Dankeschön. Ja, es ist albern. Lasst mich. So. Einmal diese Kugel berühren und auf einmal fliegt sie nach unten. Gut, dafür hätte ich jetzt auch nicht Kaliber 50 verwenden müssen. Überlegen wir, wie war das in Tomb Raider 1 noch gleich? Da war es genau andersrum. Da ging es dann von der Sphinx aus runter in so einen großen Raum. Zwei Statuen. Meine ich. Oder war das in einem der Nebenräume? Ne, ich glaube, das war schon unter der Sphinx. Und dann ging es in so einer Treppe nach oben. Zum Levelanfang. Und von dort aus dann in so eine Säulenhalle, wo so ein Typ war, den man abbannen musste, und dann war das Levelende. Als ob ich schon wieder Schriftmitte so viel habe. Hier ist das alles ein bisschen anders. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wofür wir diese Kugel hier runtergerollt haben. Aber sie ist in ein Wasser gefallen, und zwar in das hier. Hier ist der große Raum, unter der Sphinx. Der existiert also noch. Mit einem Loch in der Decke, das mir glaube ich noch nie aufgefallen ist. Joa! Oh, hier könnten einige Items liegen am Rand, die mir auch noch nie aufgefallen sind. Wir sollten hier erstmal nicht so viel unter Wasser schwimmen, denn wir werden unsere Luft brauchen. Insbesondere aber werden wir brauchen, dass dieses Tor da oben ist für ein Geheimnis. So, ich meine, das erste, was man hier tun muss, ist einmal ganz nach unten. Zu diesem Hebel. Und der lässt dann das Wasser ziemlich genau auf das Niveau, wo der Hebel hängt. Was mich gerade so ein bisschen an die Wasserlevel-Regler in Mario 64 erinnert. Die haben das Wasser ja auch immer bis dahin gelassen, wo sie selber waren, auf die Höhe. Vermutlich waren sie sogar so programmiert, aber warum die Kugel da drunter geschoben haben? Ich weiß nicht, ich mach das immer, wenn bekommt das gerade so. Das hat doch eigentlich keinen Grund, außer vielleicht, dass man damit ein paar Ratten überrollen kann. Okay, hier geht erstmal nichts. Dieses Ank da oben wird noch wichtig. Falls es ein Ank ist, ich bin mir da gerade nicht ganz sicher. Alternativ hätte ich den Begriff Kartusche im Angebot. Aber ich glaube, Kartusche ist dieses runde Symbol mit den Tieren da drin. Das nennt man Kartusche. Das habe ich, glaube ich, mal irgendwo im Rahmen
meines Tomb Raider 4 Let's Plays gelernt. Bei einer Folge, die sich nannte Rumhuschen für Kartuschen. Irgendwie sowas. So, hier mal hoch. Ich versuch's gerade rauszufinden. Hier ist keine Leiter, ne? Nee, nur links. So. Nach hinten abspringen. Hier weiter hoch. Hier noch weiter hoch. Und hier haben wir ein kleines Rätsel. Ja, es ist jetzt nicht so schrecklich schwer. Dann hat diese Scarabäus-Käfer, wie auch immer. Und die muss man so anordnen, dass sie halt hier unten zu sehen sind. Drehen sich jeweils ein Achtel mit einem Schuss. Um 45 Grad also. So, und jetzt muss ich kurz gucken. Dieses Ank hängt ziemlich tief da. Ich glaube, wenn ich diesen Hebel hier ziehe. Wie war das? Ich glaube, den sollte ich tatsächlich noch nicht ziehen. Weil dieses Geheimnis kann man sich, meine ich, verbauen. Das will ich nicht. Das machst du ein Tor auf? Du machst ein Tor auf, nicht wahr? Ja. Da muss ich gerade echt überlegen. Das Tor geht auch auf Zeit. Ich weiß, dass man an dieses ankommt, indem man von hier aus runterklettert. Ich habe gerade wirklich Schiss, dass ich das Wasser schon zu hoch mache. Ist ein bisschen lame, aber ich schaue es mal kurz nach, wie es geht. Ja, es war gut. Es war gut. Mein Bauchgefühl hat mich nicht getrübt. Man darf diesen Hebel hier nicht ziehen. Man muss sich von hier nach hinten wegschubsen. Nein, abspringen ist das Wort. Man sollte von hier nach hinten abspringen und dann lässt man hier kein Wasser hin. Ich würde nur gerne diese Kiste hier wegschieben. Auch wenn sie eigentlich niemanden stört, kann sie runterschubsen, also tue ich das. So, einmal hier hin, hier fallen lassen, jawohl, und dann öffnet man das Tor mit dem Geheimnis dahinter. Soweit ich weiß, zeitlich unbegrenzt, aber ja, so geht das. Und dann ziehen wir jetzt als nächstes den Hebel. So, Rätsel ist ja bereits gelöst. Hebel ziehen und sehen, welchem Unheil ich knapp entgangen bin. Gut, man kann vielleicht... Nein, Blödsinn! Oh mein Gott! Warte, das muss ich zeigen eigentlich. Ja doch, ich muss jetzt eh ins Wasser. Das muss ich zeigen. Dieser Hebel hier. Hä, ist wieder oben? Gerade war der nämlich noch unten. Ich dachte, der bleibt doch unten. Gut, vielleicht kann man es also doch noch lösen. Im Nachhinein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nur bei einer Sache bin ich mir nicht sicher. Also ja, man... Ah ne, komm, wir machen das Level nochmal. Man könnte jetzt natürlich auf die Art, wie man für das Secret darüber gekommen ist, jetzt nochmal darüber, aber... Nee, wir machen es jetzt auf dem regulären Weg. Einmal hier rüber, so.
Seite öffnet sich. Wäre aber für ein Zeitspiel vielleicht ganz interessant. So, einmal hier hoch. Das Gitter schließt sich wieder. Ja, und das ist, wie ich kenne, dass man hier hochkommt. Aber jetzt kann man sich natürlich nicht mehr an das Anker unten hängen. So, außerdem haben wir... Warte mal, irgendwo hier waren doch... Ah, da. Waren Abbildungen für die Käfer. Was ist das? Oben, links, rechts, unten. Wir bauen das mal eben nach. Oben, links, rechts, unten. Kein Problem. Und damit müssen wir den Raum komplett flutschen. Oder zumindest fast komplett. Ja, okay, nee, war nur fast komplett. Hat uns trotzdem was gebracht, denn jetzt können wir hier nochmal rein und da hoch, wo wir gerade nicht hochkamen. Gibt es sogar einen Kontrollpunkt. So, eigentlich hier rüber. War hier irgendwas am Boden? Nee, ne? Okay. So, hier weiter nach oben. Einmal hier an die Seite hoch. Irgendwo ein Medipack. In meinem Tomb Raider 1 Let's Play habe ich hier ein Medipack übersehen, was in einem Ohr lag. Das haben die Entwickler da platziert, wohl wissend, dass man das nicht sieht und eigentlich auch nicht aufheben kann. Können sollte, tut und tun. Man könnte hier auch vor dem, bevor man den Wasserspiegel weiter erhöht, bin, sehe ich gerade über diese Leiter, aber es geht auch so, noch wenn der Wasserspiegel dann oben ist, und da hätten wir das zweite und letzte Relikt für Ägypten. Und zwar eine sogenannte Horus-Götze. Horus, der ägyptische Gott des Himmels, wird als Falke oder Mann mit einem Falkenkopf dargestellt. Als Gott des Himmels war Horus in Oberägypten der Schutzgott der Könige. Im Kampf um die Vorherrschaft über Ägypten gegen seinen Halbbruder Set verlor Horus ein Auge. Und so. Okay, sieht er gar nicht aus auf dieser Götze. Der sieht aus, als hätte er beide Augen. Aber hey, irgendwann hat er dann noch sein anderes Auge verloren und auch noch, ich ertrinke. Ja, Lara. Das würde ich jetzt eine halbe Lunge kosten, aber du hast es geschafft. Easy!